Guten Tag, Professor Haller, vielen Dank. Die komplementvermittelte thrombotische Mikroangiopathie ist ja ein sehr komplexes Krankheitsbild. Vielleicht ein paar einleitende Worte dazu. Es ist ein sehr spannendes, ein sehr interessantes Krankheitsbild, welches den Kliniker richtig fordert. Die Erkrankung entsteht, wie schon der Name sagt, in der Mikrozirkulation, das heißt in den kleinen Gefäßen. Und dort kommt es bei der komplementinduzierten Form zur Aktivierung des Komplementsystems mit endothelialer Aktivierung und Schwellung, mit Untergang von Thrombozyten, mit Untergang von Erythrozyten. Und das macht dann auf der einen Seite die laborchemischen Parameter aus, das heißt niedrige Thrombozytenzahl, Erythrozyten, Anämie, die vorhanden sind. Auf der anderen Seite die klinische Variabilität, das heißt je nach welches Organ ist betroffen, kann sich das in der Niere, kann sich im Gehirn, kann sich aber auch im Herz-Kreislauf-System manifestieren. Manchmal ist das ganz dramatisch, dann muss man rasch angreifen, rasch diagnostizieren und therapieren. Manchmal entwickelt sich das eher schleichend und das zeigt schon, dass das Spektrum der Erkrankung weit ist und dass es, wie gesagt, den Diagnostiker, den Kliniker richtig fordert. Wenn nun der Verdacht auf eine thrombotische Mikroangiopathie besteht, wie sollte dann die Diagnosefindung, Ursachenforschung voranschreiten, eben auch um die Differentialdiagnosen auszuschließen? Also da haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt und auch klare Schemata entwickelt. Das erste ist, die thrombotische Mikroangiopathie muss gesichert werden. Und das geschieht häufig durch die Laborparameter und eine Biopsie im entsprechenden Organgebiet. Das zweite ist, dass dann die wichtigsten Differentialdiagnosen ausgeschlossen werden. Und bei den komplementinduzierten Formen ist das vor allen Dingen den TTP, die thrombozytopenische Purpura. Und dort ist der Test, der gemacht wird, ADAM-TS13, also eine Protease, und deren Aktivität wird im Blut gemessen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, es kann ausgelöst werden durch Shiga-Toxin, wenn wir eine Infektion haben, hauptsächlich des Darmes, und auch das muss gemessen werden. Und dann bleibt die Herausforderung, die anderen Mechanismen des Komplementsystems zu finden. Entschuldigung. Dort haben wir natürlich eine Herausforderung, weil es keinen einzelnen Test gibt. Wir müssen dort die Familienanamnese heranziehen, den klinischen Verlauf, ganz wichtig, eine ausgedehnte körperliche Untersuchung, um festzustellen, in welchen Organ findet denn die Erkrankung statt. Danach messen wir natürlich die Komponenten des Komplementsystems. Die müssen aber nicht zwingend verändert sein. Manchmal sind sie das, dann hilft einem das weiter. Und wir setzen eine genetische Untersuchung in Gang, um festzustellen, gibt es genetische Ursachen dafür, aber auch dort sind wir nur in 50% der Fälle fündig. Wenn die Organmanifestation ausgeprägt ist, wird man bei einem begründeten Verdacht dann behandelt. Mit Soliris, mit dem Hämmer des entsprechenden Komplementrezeptors und damit auch die Erkrankung dann in den Griff bekommen. Welche Erfahrungen gibt es denn jetzt bereits mit dem Soliris, dem Eculizumab? Wie wirkt das? Schwierigkeiten in der Therapie? Ja, großer Durchbruch in der Therapie. Vorher war das eine tödlich verlaufende Erkrankung mit Organuntergang und hier hat dieser Antikörper tatsächlich eine dramatische Wirkung entfaltet. Das heißt, Patienten mit komplementvermittelter thrombotischer Mikroangiopathie können mit diesem Antikörper geheilt werden. Und werden das in der Regel auch. Komplikationen durch die Gabe des Antikörpers sind selten. Eine wichtige Komplikation muss präventiv verhindert werden und das sind Infektionen, hauptsächlich Pneumokokkeninfektionen. Deshalb werden Patienten entweder am Anfang nur antibiotisch behandelt, sie sollten aber langfristig geimpft werden. Ansonsten ist die Therapie relativ komplikationsfrei und hat keine Probleme. Ist diese Therapie dann lebenslang oder darf der Patient irgendwann auf ein Absetzen des Medikaments hoffen? Wie ist dann seine Lebenszeitprognose, was die Krankheit betrifft? Eine sehr schwierige Frage, die zurzeit in prospektiven Studien geklärt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Test,
der uns sagt, kann man den Patienten absetzen, ja oder nein. Bei Patienten mit Mutation und schwerem Verlauf verbietet sich das Absetzen, weil das Gefahr eines Rezidives und der Organmanifestation zu groß ist. Bei Patienten, wo der Trigger für das Komplementsystem bekannt ist und wo sich die Erkrankung weitgehend zurückgebildet hat oder ganz zurückgebildet hat, dort kann man ein Absetzen sich überlegen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass der Patient engmaschig kontrolliert wird, weil wir, wie gesagt, keinen Test haben, der ein Rezidiv erkennt und nicht selten in der Vergangenheit, gerade in der ersten Phase, abgesetzt worden ist und ein Rezidiv dann dort zum Organverlust geführt hat. Hier wird uns die prospektive Studie weiterhelfen, sodass wir dort Kriterien entwickeln werden, wann kann man absetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die noch nicht. Vielen Dank für die Aufklärung über dieses spannende Thema.